Ja, die Freiwillige Feuerwehr Ettlinge wurde heute Morgen zu einem Papiercontainerbrand an einem Gebäude alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Kräfte der örtlichen Feuerwehr wurde aber festgestellt, dass an der Gebäudeseite Dämmmaterial auf eine Höhe von 4 bis 5 Meter über die gesamte Gebäudelänge gebrannt hat. Die Feuerwehr hat sofort die Alarmstufe erhöht und weitere Kräfte nachalarmiert. Zwischenzeitlich sind 103 Feuerwehrangehörige mit 23 Feuerwehrfahrzeugen im Einsatz. Anfänglich konnte das Feuer nur über die Drehleiter von außen gelöscht werden. Zur Unterstützung wurde eine zweite Drehleiter aus der Gemeinde Wallbronn nachgefordert. Derzeit sind Atemschutztrupps der Feuerwehr im Inneren des Gebäudes und löschen dort den Brand. Der Rettungsdienst ist mit 10 Kräften im Einsatz, ein Notarzt-Einsatzfahrzeug, 2 Rettungswagen und die Bereitschaft aus Ettlingen. Die Kräfte des Rettungsdienstes versorgen die Feuerwehrkräfte auch mit Getränke. An der Außenseite des Gebäudes war Dämmmaterial gelagert, das auf eine Länge, auf die ganze Länge des Gebäudes gebrannt hat. Durch Fenster und Türen ist das Feuer dann ins Innere des Gebäudes übergegriffen und hat auch dort Materialien in Brand gesetzt. Der Betriebsinhaber hat von Parkettböden gesprochen, die dort gelagert sind. Und insgesamt schätzt er seinen Schaden am Gebäude auf 800.000 bis 1 Million und auf ca. 500.000 Euro für die dort gelagerten Materialien. Okay. Wurden Personen bisher verletzt? Personen wurden keine verletzt und es ist auch völlig unklar, wie das Feuer entstanden ist. Okay. Die Nachlöscharbeiten, die werden sich wohl noch eine ganze Weile hinziehen, weil es sehr aufwendig ist, die Materialien zu separieren, quasi ins Freie zu bringen und dort dann abzulöschen. Aus diesem Grund hat die Feuerwehr auch weitere Atemschutzgeräteträger in Bereitschaft, die dann im Wechsel oder im Tausch eingesetzt werden können. Also die Feuerwehr hat Pavillons aufgestellt mit Sitzmöglichkeit, mit den Getränken und mit Verpflegung über das DRK, sodass die eingesetzten Kräfte sich hier erholen können. Und wie bereits erwähnt, hat die Feuerwehr auch aus den umliegenden Orten, auch aus der Berufsfeuerwehr Karlsruhe, Kräfte nachalarmiert, die dann ausgetauscht werden können.
Ja, aber wir sind uns weg. Ja, wir sind uns weg. Ja, wir sind uns weg.